Hallo, bei Was Red ist TV. Es geht um Destiny 2 und Xur, den Agenten der Neuen. Vielen auch als Spaghettifresse bekannt. Er ist unser wertvollster Händler im Destiny-Universum und kommt jede Woche freitags um 19 Uhr und bleibt dann bis am Dienstag auch um 19 Uhr. In dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit, exotische Rüstungen und Waffen bei ihm zu kaufen. Da Xur nicht auf der Karte angezeigt wird und sein Standort wöchentlich wechselt, werde ich, sofern es die Zeit zulässt, jede Woche seinen Standort in einem kleinen Video hochladen, sodass ihr dann irgendwann jeden Standort kennt. Weil zwar ändert sich sein Standort, aber nicht auf dem jeweiligen Planeten. Dort ist sein Standort fest. Gerade steht er in dem Video auf Nessus, dort ist er dann zum Beispiel immer am Baum zu finden. Diese Woche ist Xur sein Standort auf dem Turm. Ich zeige euch den Weg vom Spawnpunkt aus. Man kann also exotische Rüstungen und Waffen bei Xur kaufen. Das Inventar ändert sich dann jede Woche. Und es ist für jede Klasse etwas dabei. Also man kann auch, wenn man einen Warlock dabei hat, für seinen Titan einkaufen. Außerdem gibt es bei Xur 5 der Schwerter. Das ist eine Karte, mit der man im Dämmerungsstrike selbst die Modifikation auswählen kann. Ich würde euch aktuell immer Schwergewicht empfehlen, da man so mit schwerer Munition mehr Schaden macht. Außerdem erhält man auch mehr Schwere. Es gibt ja auch den Highscore in der Dämmerung. Diesen stellt man ebenfalls mit den Schwertern ein, um diesen dann noch zu knacken. Die Infos dazu gibt es dann aber in einem anderen Video. Juti, das war's dann auch schon von mir. Ich danke noch fürs Reinschalten und sag ciao und bis zum nächsten Video bei Was Red ist TV.